So, ich darf Sie nochmal herzlich willkommen heißen zum Chart-Webinar von Ayando und Feingold Research am 12. Januar 2015 mit mir, mit Franz-Georg Wenner wieder und einer pickepackevollen Agenda für heute. Wir haben uns eigentlich mal fokussiert vom Thema her auf die amerikanischen Indizes bzw. amerikanischen Aktien. Hier sehen Sie so die bekanntesten: Apple, Google, Facebook, Tesla. Wir bei Feingold Research sagen auch schon mal die Fantasia-Aktien, also Facebook, Amazon, Netflix, Tesla und Alphabet. Alphabet ist ja die frühere Google Company. Die wollen wir uns anschauen, aber natürlich nicht nur. Wir gucken natürlich auch auf den Chart vom DAX selbst. Wie sieht es da im Augenblick aus? Das ist sicherlich ganz klar mal jetzt eine sehr spannende Ausgangslage, die wir hier derzeit haben. Und natürlich dann einige Trading-Chancen, die ich Ihnen bei den deutschen Blue Chips vorstellen möchte. Da gibt es im Augenblick so im ganz kurzfristigen Bereich sehr interessante Aktien, wo man mal drauf schauen sollte. Sehr interessantes Chance-Risiko-Verhältnis vor allen Dingen. Und dann blicken wir vor allen Dingen rüber schwerpunktmäßig zu den amerikanischen, zur Wall Street. Also wie steht es aus um Dow Jones, S&P, Nasdaq und vor allen Dingen die Einzelwerte dort. Damit werden wir uns eigentlich die Hauptzeit heute beschäftigen. Dann gebe ich Ihnen noch einen Überblick, wie ich im Augenblick so die Lage einschätze. Und ja, das soll mal so die Agenda sein für die nächsten 60 Minuten. Bevor ich jetzt gleich offiziell wieder anfange, Sie kennen das schon, die alten Hasen unter Ihnen, einfach mal die Frage kurz: Wer denkt, dass der DAX in der kommenden Woche höher steht oder tiefer steht als heute? Im letzten Webinar waren ja doch eine deutliche Mehrheit noch von steigenden Kursen ausgegangen, 61%. 9.985 haben wir heute geschlossen, also rund 330 Punkte unter dem Vorwochenschluss. Das Sentiment in den letzten zwei Erhebungen zumindest mal nicht ganz zutreffend gewesen, so möchte ich es mal formulieren. Ich bin mal gespannt, ob jetzt so ein bisschen vielleicht ein kleiner Wechsel stattfindet in das Bärenlager. Das wäre nämlich mal sehr interessant. Wenn man hier mal drauf schaut, vor allem wenn es hier so Kontraindikator ergeben könnte. Das heißt also, wenn sehr viele jetzt im Bärenlager drin sind und skeptisch sind, dann ist das eigentlich ein positives Signal. Aber ich schließe mal die Umfrage jetzt. Haben so ungefähr alle auch mitgemacht? Und ja, nicht ganz. Es hat sich verschoben deutlich, aber noch nicht so ganz. 53% von Ihnen gehen davon aus, dass der DAX nächste Woche höher stehen wird. 47% gehen davon aus, dass der DAX tiefer stehen wird. Sie sehen es hier, die beiden gleichen sich allmählich wieder an, aber sind noch nicht so ganz. Es wäre jetzt aus Bullensicht sicherlich besser gewesen, wenn wir hier deutlichere Ausprägungen gehabt hätten bei der negativen Einschätzung. Wenn also mehr von Ihnen sagen würden, die Märkte fallen tendenziell jetzt noch die nächsten Tage, dann könnte man nämlich daraus quasi einen Kontraindex schließen. Naja, es sind sehr viele schon short positioniert oder haben verkauft und das ist dann eher schon mal ein gutes Fundament für eine Erholungsbewegung. Also wie gesagt, im Augenblick pari pari, kein klares Signal von der Sentimentumfrage. Stellt sich für uns die Frage, bekommen wir ein klares Signal, wenn wir auf den DAX drauf schauen? Naja, also das hier ist die jüngste Bewegung, die wir jetzt in den vergangenen Tagen gesehen haben. Sie sehen es hier, dieser dynamische Rutsch nach unten in den Bereich des Vorjahrestiefs haben wir nicht ganz getroffen, sind kurz vorher wieder gedreht, hier jetzt seit 2 Tagen. Das ist natürlich eine Spätindikation von Ayando, deshalb hier diese lange grüne Kerze für den gestrigen Handelstag. Heute leichte Anschlussgewinne, wir kämpften so um die 10.000er-Marke, haben das aber nicht ganz halten können. Im späten Geschäft jetzt mal wieder eine leichte Erholung nach oben, aber die 10.000 ist noch nicht eingetütet. Da muss man mal gucken, ob wir dann morgen wirklich fünfstellig wieder eröffnen. Zumindest mal hier sehen wir jetzt im Augenblick so eine kurze technische Erholung. Ob da draus noch mehr wird oder nicht, das ist natürlich die spannende Frage. Sieht im Augenblick nicht so aus. Die US-Indizes sind auch noch nicht so ganz entschlossen unterwegs, liegen auch teilweise wieder im Minus. Holen wir uns einfach mal den DAX-Chart rein. Wir beginnen heute mit den deutschen Werten. Habe Ihnen hier wieder mitgebracht den
Ja, kennen Sie schon den Chart natürlich im Augenblick. Der DAX, ich tue mal hier eben dieses Flagge nach unten raus, hier wieder rot eingekreist, die Differenz, also der statistische Prognosekorridor, um den eben der DAX schwankt. Das ist ja dieser Abstand, hatte ich Ihnen ja gesagt, zur 21-Tage-Linie. Jetzt habe ich gerade eine Meldung bekommen, dass man mich überhaupt nicht mehr hört, dass der Ton ganz weg wäre. Können Sie mir da kurz ein Feedback geben, ob ich noch verstanden werde oder ob der Ton alles gut? Okay, perfekt. Danke, danke. Perfekt. Dann nochmal der Hinweis an alle, die mich jetzt noch hören sollten, melden Sie sich bitte einfach nochmal neu ein. Also ich habe jetzt hier auf ungefähr 95%, dass der Ton gut ist. Also an alle diejenigen, die jetzt Tonprobleme haben, einfach nochmal auf den Link klicken, den Sie bekommen haben, zum Einwählen. Und dann sollte das eigentlich besser werden. Ton wird eigentlich gut übertragen. Gut. Also gucken wir uns hier den DAX an. Wie gesagt, ja, das hören die nicht. Doch, er hat es noch gehört. Also das hören, doch, das hören sie schon noch, aber offenbar abgebrochen. Also derjenige, der gerade gesagt hat, dass der Ton nicht richtig ist, hat sich gerade rausgewählt und wählt sich jetzt noch neu ein. Also sollte das passen. Gut, also kommen wir jetzt hier zum DAX. Wo stehen wir hier im Augenblick? Wir sind technisch gesehen überverkauft. Sieht man hier sehr schön, der DAX ist, hat sich zuletzt so rund 5 bis 6% von seiner 21-Tage-Linie nach unten hin abgesetzt. War also technisch gesehen überverkauft, deshalb jetzt auch hier dieser Versuch einer Bodenbildung. Ich habe hier eine neue Unterstützung eingezeichnet, die verläuft im Bereich 9.750 bis 9.770, 9.780 ungefähr. Die Frage ist jetzt, wie weit wird diese technische Erholung, die wir jetzt im Augenblick sehen, reichen? Sie kennen es ja, ich hatte in der vergangenen Woche gesagt, wie ich den DAX mittelfristig einschätze. Ich schätze ihn vorerst einmal negativ ein. Ganz einfach aus dem Grund, weil hier ja eine Serie von fallenden Hochpunkten besteht, ausgehend vom Frühjahr vergangenen Jahres. Das heißt also, der übergeordnete Trend im DAX auf mittelfristiger Ebene ist inzwischen negativ einzuordnen. Positiv ist die mittelfristige Einschätzung erst wieder, wenn der DAX diese Abwärtstrendlinie überwindet, das heißt also über 11.265 Punkte steigt, im Idealfall auch das November-Hoch raus und also über 11.450 Punkte steigt, dann ist der DAX erst wieder mittelfristig positiv. Das heißt natürlich nicht, dass es im kurzfristigen Bereich einmal zu technischen Erholungsbewegungen kommen kann. Das sieht man hier jetzt. Wir sind, wie gesagt, markttechnisch gesehen überverkauft. Es war nur noch eine einzige Aktie im DAX zuletzt über ihre 21-Tage-Linie, also die Lufthansa. Alle anderen notierten darunter. Auch das oft so ein guter Signalgeber, dass es eine Gegenbewegung doch wahrscheinlicher wird. Nun, was können wir erwarten? Es wäre gut, dass es morgen zu Anschlusskäufen kommt, das wäre ganz wichtig. Dann ist die erste Zielregion hier die 21-Tage-Linie, die im Augenblick fallen verläuft. Das wäre so der Zielbereich um 10.370 ungefähr 3% über dem aktuellen Niveau. Und die nächste richtige Barriere verläuft hier im Niveau bei rund 10.800 Punkten bis ungefähr 10.900 Punkten, wo jetzt hier auf die 200-Tage-Linie dann Fallen von oben kommt. Das wären maximal 7% auf der Oberseite. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir das komplett ausschöpfen werden, sondern dass sich der DAX hier im Bereich des Monatsmittelwertes wohl, ja, dass da dann eine Richtungsentscheidung erfolgt und es könnte wieder der nächste Rücksetzer nach unten kommen. Also im kurzfristigen Bereich, wie gesagt, eine Erholung möglich bis in diese Zone, die ich jetzt hier mal als Rechteck einzeichne. Sollte der DAX morgen hier nicht mehr im Gewinn eröffnen und quasi schon direkt nach unten wegkippen, dann achten Sie bitte hier ganz genau auf diese Unterstützungsregion 9.740 bis 9.790 ungefähr. Sollten wir hier per Tagesschluss drunter fallen, dann bedeutet das sofort, dass wir hier die 2015er Tiefs wohl ansteuern würden. Das heißt also, weitere Verluste von 4% sind dann einzuplanen bis hier unten hin 9.330 ungefähr. Das heißt also hier, die Umkehrpunkte aus dem Spätsommer 2015 sind dann die nächste Zielregion. Sie sehen auch darunter weitere Unterstützungen noch, die man dann sukzessive
abarbeiten müsste, bevor dann erst einmal wirklich noch tiefere Regionen in den Fokus kommen. Denken Sie hier immer, das ist ganz wichtig, von Unterstützung zu Unterstützung. Ja, man kann jetzt noch nicht sagen, dass der DAX zum Beispiel hier durchgereicht wird bis an die 2007er Hochs im Bereich um 8.100 Punkte. Das ist jetzt noch vollkommen verfrüht, denn es gibt noch vorgelagerte Unterstützungen, wie gesagt, hier im Bereich 9.400 ungefähr. Und dann noch mehr hier die Region 8.840 bis 8.890 ungefähr. Und dann eben hier noch diese breite Zone um 9.200. Erst wenn diese Unterstützungen hier alle durchbrochen werden, dann kommt dieser Test von 8.100. Das sehen wir jetzt noch nicht. Deshalb, wie gesagt, hier im kurzfristigen Trading darauf achten, ob jetzt hier diese Unterstützung hält. Wie gesagt, wichtig hier 9.750, 9.780 fallen wieder drunter. Zielbereich dann für den DAX 9.335, 9.340. Erholungen darüber bis an die 21-Tage-Linie maximal bis ungefähr 10.800. Was macht man mit Cap-Bonus-Zertifikaten über 9.200 liegen? Haben die einen Cap bei 9.200 oder ist der Bonusbetrag bei 9.200? Würde ich im Augenblick ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, die haben sicherlich noch eine etwas längere Laufzeit, Barriere 9.200, okay. Ist gefährlich, würde ich sagen, ist gefährlich dann, wenn der DAX hier unter 9.700 fällt. Laufzeit bis März, das ist eine sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich würde unruhig schlafen, weil man einfach nicht weiß, was jetzt in China passiert und was beim Ölpreis passiert. Ölpreis, wie gesagt, im freien Fall nach wie vor. Da zeichnet sich keine richtige Stabilisierung ab im Augenblick. Banken kamen heute raus mit Kurszielen von 10 Dollar, von 20 Dollar. Da ist sehr, sehr viel negative Meinung inzwischen schon drin im Ölpreis. Man unterbietet sich hier mit einem möglichen Kursziel. Das Problem ist, man kann kein richtiges Kursziel im Augenblick mehr ableiten. Also wenn Sie sich hier einen langfristigen Chart einfach mal anschauen vom Ölpreis, das ist jetzt hier Brent, da ist nichts Richtiges mehr. Ich habe Ihnen auch mal gesagt, die 25er-Marke, die könnte eine Unterstützung bieten, aber wir sind hier im Augenblick in so einem dynamischen Impuls drin, ganz schwierig abzuschätzen. Es könnte sein, dass wir uns jetzt hier an dieser Unterseite dieses möglichen Trendkanals stabilisieren, bei 30 Dollar bei Brent, aber das ist sehr, sehr risikoreich. Das kann auch sein, dass wir hier durchgereicht werden, das weiß im Augenblick keiner. Und diese hohe Unsicherheit belastet natürlich nicht nur am Ölmarkt, sondern belastet dann natürlich auch nochmal kräftig den DAX. Und deshalb ist das im Augenblick gefährlich. Märzlaufzeit. Ich würde wahrscheinlich rausgehen, wenn der DAX hier ein neues Tagestief per Tagesschluss, also unter 9.730 geht, dann wird es wirklich gefährlich. Bis zum großen Fall. Hier kam auch eine Frage zum großen Verfall. Also bis zum Verfall am Freitag über 10.300 gehandelt wird. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht die Verfallstag-Grafik angeschaut. Es könnte aber, wie gesagt, gut sein, dass der DAX hier nochmal hochgekauft wird bis an die 21-Tage-Linie ungefähr. Also 10.300 bis maximal, wie gesagt, 10.700 Punkte. Aber dieses optimistische Szenario ist nur so lange gültig, wie der DAX, wie gesagt, hier diese Unterstützung verteidigt. Das ist wichtig. Ja, genau, ich kenne die von Stocksuite, diese Verfallstag-Grafik. Wie gesagt, das ist aber auch wirklich nur dann entscheidend, solange der DAX hier oberhalb von 9.730 Punkten notiert. Ansonsten geht sofort die Reise nach unten, Test der 2015er Tiefpunkte. Da muss man jetzt drauf achten. Also wie gesagt, für den DAX leichtes Erholungspotenzial im Augenblick gegeben. Nicht sehr viel, bisher nur eine Chance auf eine technische Erholung. Mehr noch nicht. Wie gesagt, mittelfristig abwärts gerichtet, solange hier diese Abwärtstrendlinie intakt bleibt. Das ist die Marschroute. Ich komme auf ein paar Einzelwerte zu sprechen. DAX Shorten bei 10.200 kommt hier eine Frage rein. Ja, je nachdem, wie die Nachrichten sind, achten Sie bitte darauf. Nicht den Markt blind shorten, sondern darauf gucken, was passiert beim Ölmarkt, was macht der Yen. Das ist im Augenblick das Entscheidende. Ja, wie sind die Nachrichten aus China und wie reagiert dann der Markt darauf? Das ist die entscheidende Information. Nicht blind shorten, ansonsten shorten, falls wir hier zu hoch wieder gelaufen sind, so in diesem Bereich. Da kann man dann auf jeden Fall einen Short probieren. Bei 10.200 würde ich es noch nicht machen.
Einige Einzelwerte wollte ich Ihnen vorstellen und auch nur unter der Prämisse, das ist jetzt ganz wichtig, solange der DAX, wie gesagt, nicht weiter per Tagestief zurückfällt. Ja? Also wie gesagt, diese Long-Ideen, die ich jetzt vorstelle, bleiben so lange gültig, wie der DAX hier über dieser Marke notiert und über dieser Unterstützung von 9,37. Möchte ich Ihnen einige vorstellen, einmal BASF. Sehen Sie hier auch schon, brauche ich nicht großartig darauf eingehen, breite Unterstützungsregion hat die Aktie angelaufen. Die ist technisch gesehen überverkauft, hier mit einer Differenz von 6% zur 21-Tage-Linie, ist hier in diese breite Unterstützung reingelaufen, die hält und ist gültig seit 2012 inzwischen schon. Heute haben wir hier einen kleinen Rebound gesehen. Kann man zum Beispiel im Augenblick handeln auf der Long-Seite mit einer Absicherung im Bereich 61, 70 zum Beispiel. Das ist ein relativ wenig Risiko, was man eingeht. Ich messe es kurz aus, ungefähr knappe 5%. Kursziele wäre hier die Region erst einmal das 21-Tage-Linie. Das wären 7% auf der Oberseite, 68,70 €. Maximal die Region 71 Euro, das wären schon 10%. Könnte man auf jeden Fall mal beobachten. Natürlich, klar, ich weiß, es ist ein hochsensibler Wert, ein hochzyklischer Wert vor allen Dingen, auch je nachdem, wie die Welt wirtschaftlich entwickelt, aber rein charttechnisch gesehen, im Augenblick durchaus spannend, weil wir hier, wie gesagt, diese Unterstützung testen. Genau, hier kommen auch gerade schon die Fragen ein. Wenn man wirklich, das sind wirklich nur spekulative, heiße Spekulationen auf eine technische Erholung, nichts anderes. Die sind, wie gesagt, auch gegen den übergeordneten Trend gerichtet. Ja, ich habe es ja gesagt, mittelfristig schätze ich den Trend des DAX im Augenblick negativ ein. Das ist nur für eine kurze technische Erholung, für Leute, die gerne kurz auf der Long-Seite was probieren möchten. Aber wirklich sehr risikoreich, ganz klar. Das gleiche gilt auch hier für Continental. Auch hier eine Unterstützungsregion angelaufen im Bereich 195 bis 200 Euro. Sehen Sie, sind wir heute auch von abgeprallt. Auch hier haben wir ein bisschen Erholungspotenzial auf der Oberseite, so ein bisschen die Region von rund 214, 220 Euro. Es ist nicht sehr viel. Die Aktie bewegt sich auch eher in den Seitwärtsmarkt und unterhalb der 200-Tage-Linie würde ich nur reingehen, wenn man hier großer Fan von ist. Die haben allerdings schon Zahlen geliefert. Von daher ist das nicht ganz so großes Risiko von der fundamentalen Seite her. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Deutsche Börse, eine ähnliche Geschichte. Heute auch zählte zu den Gewinnern eher so ein bisschen defensiv gesehen. Heute waren ja sowieso auch eher die defensiven Werte oben, eine Fresenius, eine Beiersdorf, eine SAP nach sehr starken Zahlen. Eine deutsche Börse zum Beispiel hier sieht man auch, wurde immer wieder gekauft im Bereich 73,50 €. Jetzt auch wieder eine Erholungschance hier gegeben bis ungefähr 81,90 €. Also an die Oberseite dieser Range ist im Augenblick auch noch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn man noch riskanter unterwegs sein möchte, eine Infineon, auch hochspekulativ, aber ich weiß, es gibt immer wieder viele von Ihnen, die gerne sehr spekulativ unterwegs sein möchten. Ich habe Ihnen hier Infineon mitgebracht, einfach auch hier, weil eine Unterstützung im Augenblick bestätigt wurde, weil die Aktie markttechnisch gesehen sehr stark überverkauft ist mit minus 10% zuletzt, Differenz zur 21-Tage-Linie. Sie sehen hier die Unterstützung bei 11,80 bis 12 Euro. Ist hier so ein bisschen eine negative Kerze, die heute ausgebildet wurde, war nicht so ganz überzeugend gewesen bis zum Handelsschluss. Aber solange diese Unterstützung hier hält und die Aktie nicht unter 11,60 bzw. die 200-Tage-Linie zurückfällt, haben wir hier auch eine gute Gelegenheit für einen Rücklauf an die 21-Tage-Linie bei 13 Euro. Und mein absoluter Favorit im Augenblick, auch eher schon moderat defensiv ausgerichtet, ist Fresenius. Das sieht man hier sehr schön, also auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt traden, sondern mittelfristige Positionen ausbilden. Sie sehen es hier, ein schöner Aufwärtstrend, den es hier in der Aktie gibt, seit Frühjahr 2015. Die haben wir schon dreimal bestätigt inzwischen. Also drei Auflagepunkte gibt es hier. Hier vor wenigen Tagen, also gestern und heute, haben wir diese Aufwärtstrendlinie auch bestätigt bei 59 Euro. Auch hier durchaus die Chance gegeben, aufgrund des defensiven Charakters von Fresenius, dass wir hier einen Rücklauf sehen bis in den Bereich 64 Euro ungefähr, 64,50 € darum. Also durchaus eine Chance auf der Oberseite gegeben. Defensive Aktien, wie gesagt, heute auch gefragt.
Wenn es wirklich am Markt besser laufen sollte und sich die Stimmung wieder dreht, dann könnte Fresenius durchaus auch wieder hier zügig bis in die Rekordniveaus hochgekauft werden, also in ein Niveau von 70 ungefähr. Das sind, wie gesagt, mal so ein paar Einzelwerte, die ich Ihnen vorstellen wollte, spekulativ ausgerichtet und nur dann, wenn man unbedingt auf der Long-Seite unterwegs sein will. Ansonsten gibt es viele Aktien natürlich, die man auch noch Short spielen kann. Im Augenblick ist aber allerdings jede Aktie eigentlich aus der technischen Blickwinkel gesehen überverkauft. Da wurde sehr stark bei einigen draufgeschlagen, also gerade auch die Automobilbauer wie eine BMW, kräftiger unter Druck gekommen, eine Daimler auch. Die versuchen jetzt im Augenblick eine Bodenbildung. Ob die gelingen wird, weiß ich nicht. Hängt seit einigen Tagen so ein bisschen hin und her, die Automobilhersteller. Ich wäre bei Automobil wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil hier quasi man noch mit Hebel partizipiert. Die ganze Automobilbranche ist noch wegen des Abgasskandals durcheinander gewirbelt. Also da muss man wirklich aufpassen. Hier würde ich noch nicht im Augenblick reingehen, dafür ist mir das Risiko zu groß. Gleiche gilt auch für sehr zyklische Aktien, also eine ThyssenKrupp, eine Siemens zum Beispiel, muss man auch wirklich aufpassen, ob man sich dieses Risiko aussetzen will. Die Charts sind meistens auch sehr, sehr schlecht bei diesen Werten. Von der Lufthansa kam hier gerade eine Frage, was halte ich von der Lufthansa? Bin ich grundsätzlich eigentlich von überzeugt von der Lufthansa? Allerdings ist man jetzt im Augenblick schon wieder ein bisschen spät dran. Also wir hatten die empfohlen, bei Indexradar zum Beispiel zum Jahreswechsel hier eine Long-Position aufzubauen. Da war die sehr attraktiv gewesen, weil sie gerade zum Jahreswechsel statistisch gesehen sehr stark ist. Im Augenblick läuft eine kleine Korrektur. Sieht man hier sehr schön einen Rücklauf hier an diese Unterstützungsregion 13,90 bis 14 Euro. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das im Augenblick mal getestet wird. Ich würde jetzt nicht mehr in die Lufthansa reingehen. Eher vielleicht kurzfristig sogar auf der Short-Seite mit Ziel hier diese Unterstützung 13,90, 14 Euro. Das wäre eine gute Zielmarke. Fällt die da drunter, ist sogar dann hier die 200-Tage-Linie wieder im Spiel. Aber ich glaube nicht, dass die Lufthansa jetzt noch richtig durchgeht. Die Lufthansa erst wieder interessant oberhalb von 15,50 €. Kali und Salz würde ich von Abstand nehmen. Kam gerade eine Frage rein, wie ich die schätze. Ich möchte Ihnen einen Grund nennen, warum man bei Kali und Salz vorsichtig sein soll. Das ist dieser Chart hier, Potash. Potash ist ja einer der Weltmarktführer auf dem Kali-Markt und das hier ist der Chartverlauf dazu. Schauen Sie sich den bitte ganz genau an. Der spiegelt die Situation oder die Einschätzung der Investoren für den weltweiten Kali-Markt wieder. Und wir sind hier bei Potash auf dem tiefsten Niveau inzwischen seit 2006. Das ist ein ganz deutliches Zeichen, dass in dieser Branche im Augenblick einiges im Argen liegt, dass die Preise fallen, dass hier die Investoren keine richtigen Zukunftsperspektiven haben. Eine Übernahme von Kali und Salz sehen wir im Augenblick auch nicht. Die ist kein Thema mehr bei Potash, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Sie sehen hier diesen dynamischen Rutsch nach unten. Mir kann es zu einer kurzen Erholung kommen bei Potash, aber der Trend hier auf allen wesentlichen Zeitebenen zeigt bei Potash nach unten. Deshalb würde ich auch bei Kali und Salz im Augenblick die Finger von lassen. Das ist eindeutig zu gefährlich. Infineon, von den Autowerten abhängig, kam hier gerade noch die Frage rein. Ja, es ist richtig. Wie gesagt, es ist auch ein heißer Chip-Wert, wo der Automobilsektor natürlich ein großer Abnehmer von ist. Es ging sich hier wirklich auch nur um die reine Charttechnik jetzt. Ja. Nicht falsch verstehen. Als ich hier gerade eben Infineon gezeigt habe, wie gesagt, es geht sich hier nur um die Unterstützung. Das ist eine sehr, sehr heiße Wette, ganz klar. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wirklich nur für diejenigen, die jeden Tag auch hier eng vor dem Bildschirm sitzen. Hier kommen aber Fragen rein. Wie verhält sich Lufthansa bei Terroranschlägen? Naja, negativ natürlich. Ich meine, wenn man sich das heute anschaut, warum ist die Lufthansa-Aktie heute gefallen? Die schrecklichen Terroranschläge in Istanbul, die wir heute gesehen haben, damit drehte die Aktie dann einen Nachmittagshandel bzw. Mittagshandel nach unten. Das ist natürlich negativ für den ganzen Tourismussektor. Deshalb hier das negative Sentiment im Augenblick. Deshalb wäre ich da jetzt sehr vorsichtig bei der Lufthansa. Da würde ich nicht mehr long reingehen, wenn, wie gesagt, Ziel kurzfristig Short. Meine Güte, jetzt komme ich hier mit meinem ganzen Programm im Augenblick durcheinander. Moment. Ich muss mal eben einige Fragen abarbeiten, die jetzt eine ganze Menge reinkommen.
11,80 €, woher kommt die Unterstützung bei Infineon bei 11,80 € hier? Das ist ein breites Unterstützungsband, was ich hier einzeichne oder eingezeichnet habe. So, so, so. Das sind diese Umkehrpunkte. Hier kam die Frage, woher kommt die Unterstützung bei Infineon bei 11,80 €? Das ist ein Unterstützungsband, das sich erstreckt von ungefähr 11,80 €, 11,75 € bis 12 Euro. Also hier diese Umkehrpunkte da. Es ist nicht eine sehr gute Unterstützung. Hier haben wir Umkehrpunkte gehabt und eben hier einen leichten Anstieg beim Umsatzvolumen, was grundsätzlich stabilisieren wird, wie eben auch die weite Differenz zur 21-Tage-Linie von knapp 10% zuletzt. Das spielt im Augenblick alles hier zusammen. Finger weg bei Infineon. Wie gesagt, bei Infineon kam noch mal eine Frage dazu, kaufen oder Finger weg. Ich würde hier nicht einsteigen, sondern nur, wenn man sehr, sehr spekulativ unterwegs sein will, im absolut kurzfristigen Zeitfenster. Und wenn sich jetzt der Gesamtmarkt beruhigt, dann kann man was bei Infineon probieren, aber ansonsten nicht. Wirklich mein Favorit, wenn man unbedingt im DAX im Augenblick die Long-Seite spielen möchte, bleibt zunächst einmal so defensivere Werte wie eine deutsche Börse. Oder eben so Papiere wie hier die Fresenius, die ich gerade eben gezeigt hatte. Das sind die einzigen Kandidaten für die Long-Seite. Ansonsten würde ich hier die Finger von lassen. SAP kam eine Frage zu. SAP sind wir auch bullish zu. Die Zahlen waren sehr gut gewesen. Die Umsätze im Cloud-Bereich sind kräftig angezogen. Hier stimmt einfach im Augenblick auch das Geschäftsmodell. Die Aktie knapp unter dem Rekordhoch derzeit, was sowieso ein Zeichen von Stärke ist. Wenn man in SAP investiert ist, weiter drin bleiben. Vor allen Dingen, wenn man hier so ein Einstandsniveau hat, was knapp hier drunter liegt, beziehungsweise eben auch noch hier in dieser Region. Stoppkurs nachziehen, hier an das wichtige Ausbruchsniveau bei 69 Euro und dann weiter investiert bleiben. SAP ist auch von der relativen Stärke her gesehen sehr interessant. Die Aktie ist im Augenblick nicht überverkauft. Handelt nur 3% über ihre 20-Tage-Linie. Also wenn wir halbwegs morgen freundlich starten sollten, könnte ich mir vorstellen, dass SAP zügig hier auf neue Rekordhochs ausbricht und dann hier als nächste Runde Zielmarke ungefähr 80 Euro anlaufen könnte. Sofern der Gesamtmarkt, wie gesagt, halbwegs freundlich bleibt. Salzgitter kommt eine Frage rein. Wie ich die sehe, muss ich mal eben schauen, ob ich die vorbereitet habe. Salzgitter. Salzgitter grundsätzlich negativ. Ich kann hier aus dem, also jetzt der Stundenchart, den ich hier habe, machen wir eben den Tageschart raus. Ich gucke mal eben, ob ich noch einen besseren Salzgitterchart habe. Ja. So, Salzgitter kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ein langjähriger Salzgitter-Aktionär. Und zwar seit 2008, 2009 in meinem Abgeltungssteuerdepot. Das war eine Geschichte gewesen, da muss man ganz klar sagen, großer Fehler, ganz großer Fehler. Ich weiß nicht, wann die Aktie mal dreht. Ich habe sie immer noch drin. Sie sehen es hier selbst, extrem gefährlich. Ja? Also wenn wir hier jetzt drunter fallen, dann dürfte der Weg für eine erneute korrektive Bewegung unterhalb von 20 Euro frei sein. Das heißt also, Salzgitter ist zum Beispiel ein schöner Wert, den man auf der Short-Seite spielen kann, sobald die Aktie per Tagesschluss unter 20 Euro schließt, also unter 19,90. Da könnten noch ein paar Stops liegen. Das geht unter Umständen dann ganz schnell, wenn die Aktie hier drunter fällt, unter 20 Euro, dass wir dann eine größere korrektive Bewegung noch einmal sehen. Zielbereich dann. Schwierig zu sagen, ob hier das Niveau aus 2005 überhaupt noch eine Rolle spielt. Ich denke, nein. Kurzfristig gesehen ist die Aktie, wie gesagt, auch noch nicht mal großartig überverkauft. Also Salzgitter ist nur ein Wert auf der Short-Seite, sobald sie hier drunter fällt, unter 20 Euro. Eine Bodenbildung könnte sein, dass hier so ein Versuch im Augenblick passiert. Allerdings, wenn Sie hier Salzgitter wirklich long spielen wollen, dann eine enge Absicherung. Also 18,90 €, 19,40 € absichern, aber wie gesagt auch extrem risikoreich dagegen den übergeordneten negativen Trend. Da würde ich bei Salzgitter die Finger von lassen. Viel zu gefährlich, viel zu viele Branchenprobleme im Augenblick, lohnt sich nicht. Eine Frage zur Deutschen Telekom.
Ich sehe schon, das wird für heute ein DAX-Webinar und kein US-Aktien-Webinar. Also, Deutsche Telekom eine Frage zu. Deutsche Telekom bleibe ich derzeit noch positiv gestimmt für. Die Aktie zeigt eigentlich relative Stärke. Was nicht ganz so schön war, ist, dass wir hier so eine kleine Serie von Hochpunkten jetzt unterschritten haben. Sie hält sich allerdings noch relativ gut. Schauen Sie sich das mal an. Der Abstand im Augenblick der Deutschen Telekom zur jüngsten Bestmarke, also zum 2015er Jahreshoch, ungefähr 10%. Die Aktie hält sich besser als der DAX. Ein bisschen unter der 200-Tage-Linie im Augenblick kann man hier kaufen, je nachdem, welche Anlagehorizont man hat. Also ich würde spätestens absichern mit einem Stoppkurs unterhalb von 14,40 €, also hier unter dieser Unterstützungsregion, wenn man so im kurz-mittelfristigen Bereich ausgerichtet ist. Ansonsten abwarten, bis die Aktie ausbricht über diese Widerstandsbereiche von 17,70 €, 17,80 €. Dann ist die Telekom ein ganz klarer Kauf. Hatte ich ja schon mehrfach erwähnt. Hier der langfristige Chart ist hier entscheidend. Wie gesagt, abwarten oberhalb von 17,80 €. Telekom gibt es auch noch in einer Woche, in einem Monat, in 2 Monaten. Legen Sie sich die einfach auf die Beobachtungsliste und schauen Sie, ob die über 18 € steigt oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann kann man hier reingehen. Eine Frage, warum ich den GT21 zur Chartanalyse verwende. Naja, ich verwende den gleitenden Durchschnitt 21 Tage, also hier die blaue Linie meistens in meinen Charts, weil das ein sehr guter Taktgeber ist, um überkauft oder überverkaufte Situationen zu bestimmen. Denke ich mal, eine neue Frage hier zum Beispiel. Deshalb, Sie kennen das, warte, ich rufe nochmal den DAX auf, um es deutlicher zu zeigen. Das hier ist die Differenz, hier unten abgebildet, des DAX zur 21-Tage-Linie. Sie sehen sehr deutlich, dass der DAX immer ab einem bestimmten Niveau, also meistens so um die 5 bis 6%, einen kurzfristigen Boden ausbildet. Und danach bestimme ich eine überkaufte oder überverkaufte Situation. Also auf Basis der 21-Tage-Linie zum kurz- bis mittelfristigen Trading. Dafür ist, wie gesagt, dieser Monatsmittelwert sehr gut geeignet. Sie sehen hier unten, die Differenz zur 21-Tage-Linie funktioniert sehr gut. Im langfristigen Bereich geht das genauso mit der 200-Tage-Linie. Man kann auch andere Kombinationen natürlich nehmen. Ich kenne jemanden, der handelt 21-Tage-Linie, 38-Tage-Linie oder 10-Tage-Linie, 14-Tage-Linie. Es ist entscheidend, auf welchem Anlagehorizont sind Sie unterwegs. Ja? Wenn man kurzfristig ist, kann man 10 Tage, aber das gilt auch wirklich immer dann nur für den entsprechenden Basiswert. Das heißt also, Sie können natürlich nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel die 200-Tage-Linie in allen Charts oder bei allen Basiswerten wichtig ist. Sie müssen immer ganz genau schauen, hat der Basiswert in der Vergangenheit auf Schnittpunkte mit der meinetwegen 200-Tage-Linie oder 21-Tage-Linie reagiert? Ja, gab es hier wirklich Marktteilnehmer, die darauf geachtet haben, ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage, wenn Sie mit gleitenden Durchschnitten arbeiten. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, in allen Charts mit der 50-Tage-Linie zu arbeiten oder mit der 100-Tage-Linie oder meinetwegen mit der 21-Tage-Linie. Das ist vollkommener Schwachsinn. Entscheidend ist, ob der Basiswert und damit die Marktteilnehmer sich an diesem gleitenden Durchschnitt orientieren, ja oder nein. Das ist der entscheidende Punkt. Und Sie sehen es hier an der 21-Tage-Linie, die hat sehr gut zum Beispiel funktioniert hier 2015. Jeder Rücksetzer an den Durchschnitt wurde gekauft. Hier der Anstieg bis dahin zur 21-Tage-Linie wurde dann verkauft. Zuletzt nicht mehr ganz so gut, aber durchaus noch aussagekräftig. Und da immer drauf achten. Genau, die US-Werte, genau, vielen Dank. Da wollte ich nämlich auch drauf zu sprechen kommen. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass wir hier mit der Agenda noch durchkommen. Das ist jetzt ein bisschen spät schon von der Zeit. So, machen wir. Ich möchte Ihnen einiges vorstellen. Ich habe Ihnen hier ein paar Bullet Points zusammengefasst zum US-Aktienmarkt, wo man im Augenblick einfach mal drauf achten sollte. Linde vertröstet sich einfach mal auf nächste Woche. Hier kommen noch ein paar Fragen zu DAX-Werten rein. Muss ich leider verschieben. Linde, noch einfach so würde ich nicht reingehen. Ist absolut kein Wert, wo man im Augenblick drin investiert sein muss. So, jetzt aber zum US-Aktienmarkt, dann schaffen wir hier gar nichts mehr.
Ich habe Ihnen hier ein paar Bullet Points aufgeführt, wo man im Augenblick darauf achten sollte. Euro, US-Dollar, natürlich für uns europäischen Investoren der entscheidende Währungsträger, ob man eher in den USA oder in Deutschland oder Europa investieren soll. Die Geschichte kennen Sie inzwischen schon. Je stärker der Euro aufwertet, desto schlechter die Exportchancen für europäische Unternehmen, desto besser werden die für amerikanische Unternehmen. Fällt Euro, US-Dollar unter die Parität, wird es besser für europäische Unternehmen, damit für den europäischen Aktienmarkt, schlechter für den amerikanischen Aktienmarkt. Also Euro, US-Dollar, ganz klar, kennen Sie schon. 1,04 bis 1,15, 1,17, das sind die entscheidenden Marken. Ich habe hier noch US-Dollar, japanischer Yen als Wetterfähnchen eingeführt. Was meine ich damit? Nur ganz kurz, es geht sich hier um die Carry Trades, die ja aufgebaut wurden. Also zum Beispiel, das haben sich ja viele Investoren in japanischen Yen verschuldet und mit dem Geld dann an den Finanzmärkten spekuliert. Und wenn diese Positionen aufgelöst werden, diese Carry Trades, dann fehlt natürlich auch ein wichtiger Motor für das weltweite Finanzsystem und damit für die Spekulation zum Beispiel am Aktienmarkt. Sie sehen hier, wir sind im Augenblick an einer entscheidenden Marke. Beachten Sie bitte US-Dollar, japanischer Yen, wenn der unter 115,80 fällt, 116, das ist hier diese wichtige Unterstützung, dann gehe ich davon aus, dass wir auch im S&P 500 das 2015er Tief unterbieten werden. Das heißt, dass wir dann unter 1817 runterfallen. Das einfach mal für diejenigen unter Ihnen, die auch so ein bisschen den Devisenmarkt im Blick behalten. Wie gesagt, noch ist das eine Unterstützung hier in diesem wichtigen Carry Trade Währungspaar. Solange das hält, dürften wir auch im S&P nicht hier drunter fallen unter die 1865. Fällt diese Marke, dann sehen Sie hier, besteht größeres Abwärtspotenzial. Das ist im Augenblick ein ganz wichtiger Chart. Diese beiden bitte streng verfolgen. US-Dollar, japanischer Yen zu S&P 500. Sie sehen es hier, die Korrelation ist sehr, sehr hoch. Und dieser Rücksetzer, den hat man hier im Währungspaar schon relativ früh gesehen. Der wirkt sich jetzt entsprechend deutlich auf den Aktienmarkt aus. Also bitte beachten. S&P 500, wo wir hier gerade zu sprechen kommen, das sind die entscheidenden Marken. Sie sehen es hier, wir sind sehr wahrscheinlich aus dem Aufwärtstrend rausgefallen, also diese grüne Linie hier. Wir sind auch unter dieser Unterstützung gefallen bei 1990, das hatte ich Ihnen das letzte Mal gesagt, die ist wichtig. Danach kam es, wie gesagt, planmäßig zu dem Rücksetzer hier. Jetzt ist wichtig, ob wir hier noch diese Unterstützung verteidigen können, 1865 bis 1870. Das ist die wichtige Unterstützung im S&P 500, die muss halten. Das heißt, für den S&P besteht weiteres Korrekturpotenzial von ungefähr 2,5%. Sollte der S&P hier drunter fallen, dann wird es deutlich negativer. Dann kann man nämlich sagen, dass dieses kleinere Rounding-Top hier oben vervollständigt ist und dann besteht ein Korrekturrisiko durchaus hier bis in die Region um 1700, 1725, also nochmal rund 7% unter diesem 2015er Niveau. Solange wir hier drüber handeln, das heißt oberhalb von 1860, besteht immer noch eine Möglichkeit für eine Erholung bis an die nächste Unterstützung hier. Die verläuft im Bereich, wie gesagt, von 1990, 1995. Allerdings, hier sehen wir schon, dieses Rounding Top limitiert im Augenblick das Kurspotenzial auf der Oberseite, also im S&P 500, würde ich im Augenblick eher die Finger von lassen. Es sind zu viele Unsicherheitsfaktoren drin. Das gilt vor allen Dingen auch für den gesamten amerikanischen Aktienmarkt. Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Der Präsidentschaftszyklus, das Wahljahr. Das Wahljahr ist eigentlich positiv. Ich hatte Ihnen in der vergangenen Woche einen Chart dazu gezeigt. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen davon. Ich gebe mal eben hier noch den Präsidentschaftszyklus rein. Sie sehen es hier, Dow Jones, vorher Cycle Election. Sie sehen es hier, Election-Jahr, das haben wir ja dieses Jahr, 2016 ist ja das Wahljahr in den USA. Die erste Jahreshälfte ist eher von Kursschwäche gekennzeichnet. Erst ab der zweiten Jahreshälfte ist in Wahljahren mit einer positiven Tendenz zu rechnen. Es gibt davon allerdings eine wichtige Ausnahme und die betrifft das Jahr 8 eines Präsidentschaftszyklus. Das zeigt dieser Chart hier. Wenn
die US oder wenn der Präsidentschaftszyklus hier im achten Jahr, das heißt also der aktuelle Präsident Barack Obama ist ja im achten Jahr seiner Präsidentschaft, dann schauen Sie sich mal hier diesen Verlauf an. Das ist der Durchschnittsverlauf von allen Präsidenten, die im achten Jahr ihrer Regentschaft waren. Sie sehen es, dann gibt es im zweiten Halbjahr keine Erholungsbewegung, sondern sogar eine Fortsetzung dieser korrektiven Bewegung. Im Durchschnitt minus 15%. Ich gehe da nicht noch weiter jetzt drauf ein. Ich gebe Ihnen einfach mal hier in die Chat-Funktion den Link rein. Lesen Sie sich das bitte nochmal durch. Wird leider nur sehr, sehr selten im Augenblick auch drüber behandelt. Da schreiben sehr viele Wahljahr, zweites Halbjahr geht's hoch. Wer den Präsidentschaftszyklus handelt, sollte unbedingt auch das achte Jahr des Präsidentschaftszyklus mit berücksichtigen. Das ist negativ. Ein weiterer Chart, ebenfalls wichtig, sind hier die Spekulationen auf Kredit. Die habe ich hier aufgeführt. Gibt es da eine Trendwende? Im Augenblick, auch das eine gefährliche Geschichte, die man im Hinterkopf behalten sollte. Nee, da nicht. Hier, Sie sehen es, die Spekulationen auf Kredit. Das ist die rote Linie, die schwächelt im Augenblick. Und so eine ähnliche Situation hatten wir auch schon im Jahr 2000 bzw. im Jahr 2007. Sie sehen es auch, wie stark hier diese Spekulationen auf Kredit zugenommen haben in den vergangenen Jahren aufgrund der expansiven Geldpolitik. Das ist sehr viel heißes Kapital hier drin. Das Problem ist, wenn die Märkte fallen, dann müssen die Rücklagen, das heißt die Sicherheiten aufgelöst werden. Und das ist dann sehr, sehr gefährlich. Dann kann es, ähnlich wie es hier eben auch in 2000, 2003 bzw. 2008, 2009 der Fall gewesen ist, sehr schnell dynamisch nach unten gehen. Ich gebe Ihnen auch diesen Link nochmal zum Durchlesen nach dem Webinar. Es kommen noch ein paar dazu. Auf jeden Fall sind Sie jetzt die nächsten Stunden beschäftigt, fürchte ich. Wo ich gerade schon die amerikanische Notenbank anspreche, gibt es noch einen weiteren Chart, den kennen auch schon langjährige Zuhörer hier von mir, diese Entkoppelung. Und zwar vom S&P 500 von der Realwirtschaft. Das zeigt dieser Chart hier sehr deutlich. Wir sind eingetragen, die verschiedenen Quantitativ-Easing-Programme der amerikanischen Notenbank, also QE 1, 2 und 3, das sind die grünen Balken hier. Sie sehen sehr deutlich, dass sich der S&P 500 seit Ende 2011 nach oben hin abgesetzt hat, legte dann nochmal ungefähr 50% zu, während die Industrierohstoffe, das ist diese magentafarbene Linie hier, deutlich nach unten zeigen. Die haben sich seit Mitte 2011 im Preis halbiert. Die zeigen ja an, wie es um die Weltkonjunktur bestellt ist. Hier sehen Sie diesen riesigen Gap, der sich inzwischen gebildet hat. Und das ist auch ein ganz klares Hinweis darauf, die amerikanischen Aktienmärkte haben vor allen Dingen zugelegt aufgrund der expansiven Geldpolitik. Das heißt, wenn ich hier investiert bin, muss ich entsprechend mir bewusst sein, ich spekuliere hier an einem Markt, der künstlich stark aufgepumpt wurde. Das ist eigentlich keine wirkliche neue Botschaft, aber man muss sich das aufgrund dieses Charts immer wieder vergegenwärtigen, wie risikoreich das Ganze hier ist, was hier aufgepumpt wurde. Ich sage nicht, dass der S&P sich jetzt hier ebenfalls halbiert, aber es besteht zumindest mal ein erhöhtes Risiko. Die amerikanische Notenbank wird es auch nicht zulassen, dass die Aktien hier so stark nach unten einbrechen. Da kommt notfalls ein neues Quantitative Easing 4 Programm und dann steppen wieder die Bullen. Aber bis dahin könnte es dann auch ein bisschen unruhig werden. Es kommt gerade die Frage rein, ob ich mir vorstellen kann, ob sich beide Märkte voneinander entkoppeln, also DAX und S&P 500. So etwas Ähnliches haben wir ja 2015 gesehen. Erstes Quartal, DAX sehr stark, S&P passierte nichts. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es so eine leichte Entkopplung gibt, aber keine sehr, sehr starke mehr. Das kommt allerdings auch darauf an, wie die Geldpolitik von EZB und FED sein wird. Ja, wenn die EZB sagt, wir werden noch expansiver unterwegs sein, weil es zum Beispiel die Konjunkturschwäche in China in Europa rüberschwappt und die Amerikaner sagen, wir ziehen die Zinsen weiter hoch, dann könnte ich mir vorstellen, dass mehr Geld in den europäischen Aktienmarkt fließt und der DAX davon nochmal profitiert. Es ist leider in dieser Welt, in der wir jetzt seit einigen Jahren leben, nichts mehr auszuschließen. Diese ganze Notenbankpolitik ist so dermaßen schiefgelaufen, aus der Bahn geraten, dass es einfach inzwischen schon fast Casino-Mentalität hat. Deswegen muss man hier
wirklich sehr aufpassen. Was hier aufgepumpt wurde, das kann auch mal schnell platzen. Im Augenblick, wie gesagt, haben wir hier noch die Chance auf eine Stabilisierung auch im S&P, aber es ist alles so ein bisschen heiß genäht, vor allen Dingen, weil eben auch die Fed nicht mehr wirklich mit ihrem Programm, mit ihrer Aussicht auch überzeugt ist. Selbst die Fed-Mitglieder selbst bei der jüngsten Zinsentscheidung waren mit dieser Zinsanhebung im Dezember nicht alle restlos davon überzeugt, dass sie das Richtige tun. Und wenn selbst die Fed-Mitglieder das nicht wissen, wer dann? Also muss man wirklich aufpassen. So, weiter. Dann habe ich noch einen Chart vorbereitet. Was passiert eigentlich in der Vergangenheit, wenn sich der S&P negativ entwickelte in den 4 Tagen, in den ersten 4 Handelstagen des Jahres? Sie haben es ja mitbekommen, Dow Jones, schlechtester Jahresstart ever. S&P auch seit mehreren Jahrzehnten. Ich habe mal hier eine Tabelle, eine Performance-Tabelle aufgeführt. Was passierte eigentlich, wenn der S&P sich so schwach entwickelte? Sie sehen es hier, es gab mehrere Jahre schon, wo wir um mehr als 3% in den ersten 4 Tagen verloren haben. Die Performance im Januar war dann meistens negativ gewesen. Sie sehen hier eine Gewinnquote von nur 22%. Im Durchschnitt gaben die Indizes 3%, also gab der S&P 3% nach. Es gab auch einige Jahre, wo das Minus von 4 Tagen nach 4 Tagen noch ausgeweitet wurde, wie im Jahr 2000, 1978, 2008 zum Beispiel, 1962. Also die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Januar ist deutlich gesunken. Das sagt hier auch diese Statistik zum Beispiel. Für das Gesamtjahr wäre es allerdings derzeit noch zu früh zu sagen, dass wir auch auf Basis der Vergangenheitswerte zwingend von einem negativen Jahr ausgehen. Nur die Wahrscheinlichkeit ist im Augenblick deutlich gesunken. Man muss jetzt wirklich, und das ist der nächste wichtige Meilenstein aus markttechnischer, aus statistischer Sicht, schauen, wie wird die Performance im Januar ausfallen. Die wird sehr viel darüber dann auch verraten, wie die amerikanischen Indizes das restliche Jahr beenden werden. Wird der Januar negativ, ist zumindest mal die Wahrscheinlichkeit für prozentual zweistellige Gewinne bei vielleicht nur noch 10 bis 15%. Wahrscheinlich ist dann nur noch ein relativ im besten Fall seitwärts gerichtetes Börsenjahr, beziehungsweise die Verlustwahrscheinlichkeit steigt dann deutlich an. Also da im Augenblick noch drauf achten. Die Performance nach 4 Tagen sagt allerdings wirklich noch nichts darüber aus, wie wir auch im Gesamtjahr abschneiden werden. Das zeigt die Statistik hier eigentlich relativ deutlich. Wenn Sie das noch ein bisschen ausführlicher haben möchten, dann verweise ich auch auf eine Statistik, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, die ich auch mal hier in den Chat reinstelle, können Sie sich noch mal etwas genauer durchlesen. So, dann, genau, das hier sind noch so ein paar, wann kam es eigentlich zu Bodenbildungsphasen bei den amerikanischen Indizes? Dann sieht man hier sehr schön aufgesplittet nach Monaten, nach Tagen von der Woche, sehr interessant hier der Turnaround Tuesday immer. Sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass kurzfristig immer am Boden an einem Dienstag ausgebildet wird. Und hier nochmal, wie oft es eigentlich eben auch im Monatsverlauf zu einer Bodenbildung kam. Sicherlich auch sehr interessant für all diejenigen, die kurzfristiger agieren möchten. Ich zeige Ihnen auch hier nochmal den entsprechenden Link in den Chat rein. So, schauen wir nochmal kurzfristig auf den US-Markt schauen. Er ist ähnlich wie der DAX, die Situation hier einzuordnen. Mittelfristig gesehen inzwischen schon angeschlagen. Sie sehen hier den Anteil der Aktien im S&P 500, die noch über ihrer 200-Tage-Linie notieren. Im Augenblick sind es nur noch 23%. Das ist sehr, sehr wenig. Das fällt bereits seit mehreren Jahren, die Quote. Das heißt also, vom breiten US-Markt wird immer mehr Kapital abgezogen. Das heißt, nur noch wenige Schwergewichte halten den Markt im Augenblick oben. Sie sehen das auch hier nochmal sehr deutlich, zum Beispiel, wie viele Aktien im S&P 500 handeln inzwischen schon im Bärenmarkt. Das heißt, haben sich um mehr als 20% von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt. Das sieht man hier sehr deutlich. Beim S&P 500 sind es im Augenblick 22%. Bei den spekulativeren Werten, risikoreicheren Werten, die noch stärker auf konjunkturelle Rückschläge reagieren, sind es im Augenblick schon mehr als 30% hier bei den Small Caps. Das heißt also, aus dem breiten US-Markt fließt weiterhin Kapital ab.
Es gibt nur noch wenige Aktien, die den Markt insgesamt oben halten. Vor allen Dingen sehr negativ ist inzwischen das Verhältnis schon bei den Mid-Caps und bei den Small-Caps. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man hier auch im richtigen Sektor noch unterwegs ist. Und vor allen Dingen eben, wenn, dann nur noch auf die Large-Caps wechseln, nicht mehr auf die Small-Caps bzw. Mid-Caps. Da ist das Risiko im Augenblick schon zu groß. Wollen wir mal auf ein paar ausgewählte Einzelwerte zu sprechen kommen im Augenblick, die sich vielleicht für eine kurze technische Erholung anbieten könnten. Ich habe Ihnen hier auch nochmal mitgebracht, der Prozentsatz der Aktien im DAX, im S&P 500, die noch über ihrer 20-Tage-Linie notieren. Das hatte ich Ihnen ja schon mehrfach gezeigt, diesen Chart. Ein guter Taktgeber, um kurzfristige Tiefpunkte abzugreifen. Wir sind hier jetzt bei 11% angekommen, also aus kurzfristiger Sicht deutet sich auch beim S&P eine Stabilisierung ab, beziehungsweise eine technische Erholung. Ja, allerdings, wie gesagt, mittelfristig gesehen das Bild inzwischen schon negativ. Also was kann man im Augenblick, welche Aktien sind noch spannend? Ich habe Ihnen hier Apple mitgebracht. Apple einfach nur, weil ich immer wieder sehr viele Fragen dazu bekomme. Hatte ich Ihnen ja auch gesagt, Apple-Aktie in den vergangenen Monaten, immer lassen Sie die Finger davon. Die Aktie ist nicht interessant. Der Wert hat sehr, sehr viel an Marktkapitalisierung eingebüßt. Ungefähr 100 Milliarden Dollar in den vergangenen 4 Wochen. Das ist also mal eben das, was BASF oder Bayer wert ist. Da sieht man vor allen Dingen die Bedeutung von den Schwergewichten in den USA auch. Das hatte ich Ihnen hier auch nochmal aufgeführt in der Übersicht, wo man darauf zu achten hat. Die Marktbreite ist ein Damoklesschwert, die Schwergewichte im Augenblick beachten. Die Schwergewichte sind wirklich entscheidend, wie die sich verhalten. Also in den USA ist das natürlich eine Google, ist das eine Apple, eine Microsoft, Chevron, Berkshire Hathaway zum Beispiel. Das sind die Schwergewichte wirklich. Darauf einfach mal achten derzeit. Bei Apple, wie gesagt, haben wir hier die Möglichkeit einer Stabilisierung oberhalb dieser Unterstützung von 93 bis 95 Dollar. Allerdings, ob diese halten wird, ist sehr fraglich. Ich würde nach wie vor bei Apple eher die Finger von lassen. Hier haben wir auch schon eine Serie von fallenden Hochpunkten. Die 200-Tage-Linie fällt, die 100-Tage-Linie fällt, bietet sich im Augenblick nicht mehr zum Einstieg an. Es gibt bessere Aktien, die im Augenblick noch mit einem intakten Trend aufwarten können. Stark hat lieber wohin mit dem Geld zum Beispiel. Also wenn man spekulativ auf der Short-Seite unterwegs sein möchte, dann bitte mal Alcoa beachten. Sie sehen hier, das ist der Aluminiumpreis. Der Aluminiumpreis fällt kontinuierlich seit Frühjahr 2011. Also seit inzwischen fast 5 Jahren fallender Aluminiumpreis. Alcoa selbst handelt noch so ein bisschen in der Seitwärtsbewegung. Und die wurde mit den gestern gemeldeten Zahlen nur noch eindrücklich nach unten hin aufgelöst. Alcoa ist einer der Aktien, die man auf der Short-Seite im Augenblick sehr gut spielen kann. Hier haben wir mittelfristig gesehen eine intakte Abwärtstrendbewegung, fallende Hochpunkte. Und ganz wichtig, diese Unterstützung hier, die wurde jetzt gebrochen. Die verlief ja bei 7,70 Dollar bis ungefähr 8 Dollar. Und Sie sehen es hier, sind wir jetzt deutlich drunter gefallen mit steigendem Handelsvolumen. Also ein Verkaufssignal erster Güte. Alcoa kann man im Augenblick gut auf der Short-Seite spielen. Eine gute Unterstützung gibt es hier auch eigentlich nicht mehr. Zielbereich 6 Dollar vielleicht, beziehungsweise darunter 5,50 Dollar. Das wären also durchaus vom aktuellen Niveau nochmal ein Abschlag von mehr als 20% gewesen. Finde ich im Augenblick einer der interessantesten Werte auf der Short-Seite. Das ist, wie gesagt, so eine mögliche Zielregion hier, das Korrekturtief aus 2009, also der Bereich 5,40 Dollar, 6 Dollar ungefähr. Finde ich sehr interessant. Wenn man auch noch auf der Short-Seite unterwegs sein möchte, eine Microsoft aus charttechnischer Sicht im Augenblick zumindest mal angeschlagen, sollte man im Blick behalten. Und zwar diese Unterstützung hier, die steht im Augenblick ganz arg unter Druck, einer der Schwergewichte eben auch an der Wall Street. Sie sehen es, wenn wir hier per Tagesschluss drunter schließen, also unter 52 Dollar, dann besteht die Gefahr, dass wir hier diese Aufwärtslücke wieder schließen. Das heißt also, die Aktie bis mindestens in den Bereich um 49,80 Dollar bis 50 Dollar nach unten hin fallen könnte. Das kann dann sehr zügig erfolgen auch. Wäre ein Abschlagspotenzial von ungefähr 4%.
Microsoft allerdings hier, Sie sehen es, der Trend eher noch aufwärts gerichtet ist nicht ganz so schön wie Alcoa. Alcoa ist eher so quasi der Short Trade der Stunde im Augenblick. Bei Microsoft bräuchten wir jetzt noch eine richtige Marktschwäche, damit dann auch diese Kurslücke hier geschlossen wird. Aber wer hier auch agieren möchte, sicherlich auch mal einen Tipp. Alcoa, wo man hier einen Stoppkurs legen kann, je nachdem, mit welchem Hebel Sie agieren, welchen Zeithorizont Sie unterwegs sein möchten, war sehr weiter Stopp, liegt natürlich hier an dieser Abwärtstrendlinie. Das wäre so der Bereich um $10,15. Das ist allerdings schon relativ weit. Je nachdem, wie gesagt, mit welchem Hebel, $10,30 wäre sogar noch besser. Wenn Sie mit hohem Hebel agieren, was ich in dem augenblicklichen sehr volatilen Marktumfeld nicht unbedingt empfehlen würde, wäre so ein Stopp im Bereich um $8,70 zum Beispiel eine Option. Sieht man hier, da steigt das Handelsvolumen wieder an, da dürfte die Aktie eigentlich nicht mehr drüber gehen. So, dann muss ich mal eben hier meine Charts wieder aufrufen. Für die Long-Seite, was kann man da zum Beispiel noch spielen? Wenn man da auf Werte setzen möchte, die seit Jahren nach oben weisen, dann würde ich ganz klar sagen, schauen Sie sich zum Beispiel mal solche Werte an, die nicht konjunktursensitiv unterwegs sind. Also nicht solche Zykliker, sondern die seit Jahren aufwärts zeigen. Das hier ist der Kursverlauf der Altria Group. Altria, einer der größten Tabakkonzerne der Welt. Man kann jetzt von Rauchen halten, was man will. Ich bin selbst auch kein Raucher. Habe in meinem Leben vielleicht 5 Zigaretten geraucht. Ist nicht mein Fall. Es geht sich hier aber um die Geldanlage und da sieht man sehr schön, seit 2009 ist hier ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Egal, ob die Märkte jetzt zu einer Korrektur ansetzen oder nicht, oder die jüngsten Korrekturen selbst, schauen Sie sich mal diese relative Stärke in der Aktie an. Ja, das hier sind die vergangenen Tage. Altria ist weiter gestiegen, während der Gesamtmarkt fällt. Altria bietet immer wieder sehr gute Unterstützungen, die angelaufen werden und dann eben auch bestätigt. Verläuft hier zum Beispiel bei Altria bei $55,60. Das ist eine sehr, sehr gute Unterstützung. $55,50 Zielregion, Trendkanal Oberseite $65. Ansonsten hier vielleicht mal auf dem Rücklauf an die 200-Tage-Linie warten, im Bereich um $54. Aber wirklich sehr, sehr interessant. Imperial Tobacco ist auch noch so ein Fall zum Beispiel. Wenn wir hier in dem Tabakbereich unterwegs sein wollen, das ist defensiv ausgerichtet, das ist, hat mit China wenig zu tun, wie da die Konjunktur sich entwickelt, wie der Yen sich entwickelt. Das spielt bei diesen Aktien wirklich eine untergeordnete Rolle. Die laufen seit Jahren nach oben. Wie gesagt, Altria, Imperial Tobacco, das sind sicherlich einige Aktien, die man mal, British American Tobacco, danke für den Hinweis, genau, ebenfalls im Blick behalten. Der Chart sieht ähnlich gut aus. Hohe Dividendenrendite haben die meisten Aktien aus diesem Branche auch noch dazu. Langfristiger Trend, der positiv ist, also möchte keine Kaufempfehlung aussprechen, darf ich ja auch nicht, aber schauen Sie sich den Chart an, schauen Sie sich die Dividendenrendite an und vor allem das Geschäftsmodell einfach, ist eigentlich ein sehr guter Wert. Eine Alternative noch, wenn man spekulativer mag, ist es Jack Henry & Associates. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, so ein bisschen im Fintech-Bereich angesiedelt, bietet vor allen Dingen Finanzdienstleistungen an für Banken, hat sehr viele Kunden, ist in den Jahren, in den vergangenen Jahren sehr gut auch gewachsen. Auch hier sieht man die Erfolgsstory von Jack Henry & Associates seit 2009, auch steigender Trend nach oben, hat sich die Aktie sehr gut entwickelt. Muss man im Augenblick vielleicht jetzt nicht unbedingt rein, aber wir sehen, der Trend insgesamt ist positiv. Also wenn wir hier so einen Rücklauf sehen an die 200-Tage-Linie und damit den langfristigen Aufwärtstrend im Bereich um $69 bis $70, dann ist die Aktie sicherlich sehr interessant. Oder hier so ein Rücklauf eben an das jüngste Hoch vom Sommer, Bereich $71,80 ebenfalls. Einer der Werte, die man zumindest mal auf die Beobachtungsliste setzen sollte, zeigt seit Jahren auch eigentlich eine schöne Outperformance oder zumindest gleichmäßige Performance wie auch der Gesamtmarkt. Finde ich auch sehr interessant. Jack Henry & Associates. Dann kommen wir noch zu so ein paar Werten, wo auch immer wieder Fragen zu kommen. Der Kreditkartenbereich, also eine Mastercard oder eine Visa zum Beispiel, sind ja zuletzt hier auch unter Druck gekommen.
sieht man hier in den Charts relativ deutlich, also hier einmal, hier der Chart der Mastercard. Wir sind hier an eine Unterstützung wieder dran gelaufen, 88 Dollar ungefähr. Mastercard ist im Augenblick nicht mehr zu bevorzugen. Sie kennen ja hier, ich habe den Chart schon öfters mal gezeigt, wenn man sich die relative Performance anschaut von Mastercard zu Visa, sieht man sehr deutlich, dass inzwischen doch Visa die stärkere Aktie aus diesem Bereich ist. Das heißt also, ich würde, wenn man in diesem Sektor unterwegs sein möchte, die Visa im Augenblick gegenüber der Mastercard bevorzugen. Sieht man hier auch sehr schön die relative Stärke der Visa-Aktie gegenüber Mastercard. Auch an Wert, auch eine Branche, die seit Jahren zumindest mit einem schönen Aufwärtstrend noch überzeugen kann. American Express würde ich die Finger von lassen, da ist mir das Kreditrisiko einfach zu groß. Visa und Mastercard haben ein anderes Geschäftsmodell, die geben ja die Karten nur raus. American Express, da geht der Trend ja auch deutlich nach unten, wenn man sich den Chart anschaut. Würde ich jetzt nicht unbedingt zu raten, da sind die hier doch zu bevorzugen. Dann kam eine Frage zu Amazon auf. Ich muss mal eben gucken, mein Amazon-Chart, ob ich hier auch den richtigen habe. Amazon, einfach von der Bewertung her, habe ich hier inzwischen echt ein Problem mit. Die Aktie läuft zwar, sieht man hier sehr schön, auch langfristig schön vom Trend her, sehr, sehr stark. Kommt jetzt aber doch ein bisschen unter Druck, nähert sich auch mal wieder der 200-Tage-Linie an. Sie sehen es hier, wie weit wir uns von der 200-Tage-Linie entfernt haben. 36% waren das kürzlich gewesen. Also das war so ein ähnliches Niveau wie hier im Dezember 2013. Auch danach erfolgte eine Rückkehrbewegung an die 200-Tage-Linie. Hier sehen Sie auch sehr schön eben das Konzept dieser Differenzberechnung zur 200-Tage-Linie, wie gut das auch funktioniert, um solche Übertreibungen herauszufiltern. Und auch jetzt wäre ich hier so ein bisschen vorsichtig. Ich weiß jetzt nicht genau, wann Amazon Zahlen liefern wird. Fakt ist aber, Amazon reagiert sehr, sehr dynamisch auf Zahlenvorlagen. Ich zeichne Ihnen das hier ein. Das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Diese Kurslücken hier, die Sie hier im Chart sehen, die gehen alle auf Quartalszahlen zurück. Das heißt, wenn man hier falsch positioniert ist, dann erlebt man am nächsten Tag sein blaues Wunder. Das geht auch nach unten, das sieht man hier sehr schön. Das sind alles Quartalszahlen gewesen, passen Sie da bitte auf. Ich weiß jetzt nicht, wann Amazon berichten wird, die US-Berichtssaison ist ja jetzt gerade gestartet, wird irgendwann jetzt im Februar dann wohl der Fall sein, beziehungsweise Ende Januar. Darauf achten, die macht sehr, sehr große Kurssprünge, meistens nach Veröffentlichung der Zahlen. Also dann eher meiden, nicht kurz vorher reingehen, das ist einfach Ende Januar, danke, das ist viel zu riskant. Dafür sind die Sprünge hier auch nicht abzuschätzen. Zuletzt hat sie durchweg überzeugt, das ist richtig, der Trend steigt auch nach oben. Ich wäre auch eher auf der positiven Seite unterwegs bei Amazon, weil wie gesagt, die Charttechnik ist eher positiv einzuschätzen, aber die Bewertung ist inzwischen doch jenseits von gut und böse. So, dann hatten wir noch eine Frage zu Tesla gehabt. Tesla weiterhin langweilig, würde ich nicht drin investieren. Sie sehen hier Seitwärtsbewegung. Tesla kann man kaufen, wenn man von der ganzen Story überzeugt ist, diesem Batteriegeschäft, den Autos und so weiter, wenn sie hier die Unterseite dieser Trading Range anläuft, also 177 bis 180 Dollar. Dann ist eine Tesla kaufenswert. Ansonsten, hier ist eine mögliche Unterstützung im Bereich um 200, 205 Dollar. Wenn man großer Fan ist, kann man sich hier erste Stücke reinlegen und nochmal nachkaufen hier in dem Bereich, aber dann raus, wenn die Aktie hier diese Seitwärtsbewegung verlässt. Also eine Tesla unter 175 Dollar ist eine Short-Geschichte. Nichts anderes mehr. Ansonsten aber vorerst erstmal nur seitwärts. Dann war noch eine Frage gewesen zu der Entwicklung im Biotech-Bereich. Amerikanische Biotech-Aktien. Hatte ich mich wiederholt negativ zu geäußert, dass man da nicht reingehen soll. Ich halte das weiterhin aufrecht. Ich muss mal eben gucken, dass ich hier den Biotech-Index finde. So, da ist er. Es ist einfach ein zu großes Risiko nach wie vor. Und das Risiko hat auch einen Namen und das heißt Hillary Clinton.
Hillary Clinton hat angekündigt, kann mich nur wiederholen, sie wird die Margen, wenn sie gewählt wird, in der Branche unter Druck bringen, beziehungsweise hier mal ganz genau hinschauen, weil ihrer Meinung nach die Unternehmen einfach zu viel Geld verdienen und da müsste was passieren. Wenn dann auch hier, Sie sehen es, ich möchte Ihnen den langfristigen Chart mal vom Biotech-Sektor zeigen, gucken Sie sich das mal bitte an. Seit 2009 ist der Nasdaq Biotech-Index, der Index wohlgemerkt, im Top um mehr als 500% gestiegen. Viel zu risikoreich. Da ist zu viel heiße Luft drin. Wenn Hillary Clinton hier nachlegen sollte und irgendwas Politisches da beschließt, dann gehen die Aktien weiter nach unten. Wir haben hier im Index möglicherweise eine Unterstützung bei 278, 280 Punkten. Ob die hält, vielleicht. Aber hier ist kein richtiger Trend mehr drin. Das ist mir zu heiß. So, muss ich mal eben gucken. Da kam noch eine Frage zur FED-Politik. Moment, Moment, Moment. Ich hätte da eine Folie gezeigt. FED-Programme, ja. Was passiert, wenn es ein QE4 gibt? Boah, gute Frage. Was passiert dann? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, das hieße dann ja auch, dass die erste Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank im Dezember falsch gewesen ist. Das heißt, die FED hätte sich und müsste sich öffentlich hinstellen und sagen, wir haben uns blamiert, wir haben alles falsch eingeschätzt, wir müssen ein Quantitative Easing 4-Programm starten. Wenn die wichtigste Notenbank der Welt sich verschätzt in ihrer Prognose, dann kann das am Markt sehr, sehr negativ aufgenommen werden. In der Form einfach, weil man dann denkt, wenn die FED das noch nicht mehr weiß, dann haben alle die Kontrolle verloren. Was passiert jetzt? Es könnte sein, dass die Mehrheit der Anleger denkt, super, mehr, noch mehr billiges Geld, zocken wir noch weiter in dem Casino. Das weiß ich nicht. Das bleibt dann davon abzuwarten, was dann wirklich passiert. Möchte ich mich im Augenblick nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie die Aktienmärkte auf ein QE4 reagieren können. Da kann so viel passieren. Von positiv bis totales Chaos und negativ und Verwirrung, ist alles möglich. Müssen wir dann einfach mal sehen, wie dann die Märkte drauf sind. Hier kam noch eine kleine Anmerkung, die ich gerne aufnehmen möchte, auch zu der Frage, wohin kann man im Augenblick noch investieren? Und zwar Novo Nordisk. Ich möchte hier noch mal eins zeigen. Und zwar die Indizes seit Jahresbeginn. Sieht man hier sehr schön. Welche Aktienindizes weltweit laufen im Augenblick noch ganz gut? Hier sind wieder die nordeuropäischen Länder ganz oben. Sie wissen, ich bin ein Fan der Börse in Dänemark. Ja, der OMX Kopenhagen läuft seit 2 Jahren allen anderen großen Märkten davon. Und auch in diesem Jahr zeigt er relative Stärke. OMX Kopenhagen 20, es gibt da auch kleine Hebelpapiere, glaube ich, drauf. Ansonsten selbst mal gucken, welche Werte da drin sind. Eine Vestas, eine Novo Nordics, eine OMX Helsinki auch deutlich besser unterwegs. Gucken Sie da mal sich um. Die nordeuropäischen Aktienindizes sind wirklich, sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Die sind wirklich sehr interessant. Einer der Hauptträger des dänischen Aktienmarktes ist Novo Nordisk. Sehr defensiver Wert, Insulinhersteller. Wird leider, sage ich ganz klar, immer gebraucht. Und Sie sehen hier auch schöner, intakter Aufwärtstrend. Ähnlich wie die Tabakkonzerne, der Gesundheitsbereich, natürlich immer gefragt. Eine Fresenius ist das ungefähr in DAX. Sieht man hier auch sehr schön. Kann man auf jeden Fall kaufen, falls wir hier so einen Rücksetzer sehen, an die Unterstützung im Bereich 45, 46 bis 48 Euro. Da ist Novo Nordisk sicherlich sehr interessant. Ich weiß, bewertungstechnisch teuer, aber trendtechnisch, charttechnisch gesehen sehr interessant. Und wohin fließt das Kapital, wenn irgendwie so hochzyklische Bereiche zu riskant sind? Natürlich in Aktien, die defensiver ausgerichtet sind. Deswegen ist ja auch eine Fresenius in diesem Jahr sehr gut gelaufen. Deswegen läuft seit Jahren der Tabakbereich. Deswegen läuft ein Novo Nordisk. Ja, so einfach ist das eigentlich.
Woran lässt sich da diesen Index abbilden? Kommt gerade eine Frage zum Nasdaq Biotech Index. Welche Einzelwerte da drin sind, müsste ich jetzt auch mal eben gucken. Das ist, denke ich mal, auf der Seite selbst müsste es einige Angaben dazu geben. Einzelwerte. Ja, ich habe sie gefunden. Es kam die Frage auf, welche Einzelwerte im Nasdaq Biotech Wert Index drin sind. Habe ich Ihnen hier, schicke ich Ihnen die mal zu. Da haben Sie eine Übersicht. Diese Aufgrund negativ verläuft. Ob sich die Solarwerte besser entwickeln könnten als andere Werte, wenn der Gesamtmarkt negativ ist, glaube ich nicht. Ich halte von Solarwerten ziemlich wenig, ehrlich gesagt. Die Markt ist im Wandel, die Chinesen sind da reingekommen, mischen kräftig mit, der Sektor ist mir einfach zu heiß. Wie gesagt, da sind auch keine richtigen Trends mehr drin, das sind für mich eher so ein bisschen Zuckerwerte. Deswegen habe ich die auch eigentlich kaum auf dem Schirm. Ich konzentriere mich auf Aktien, die seit Jahren stabile Trendbewegungen aufweisen. Und das aus irgendeinem Grund, der Grund ist noch nicht mal wichtig, der Trend ist entscheidend. Wenn der Trend seit Jahren positiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich höher, dass auch zukünftig der Trend weiter nach oben gerichtet sein wird. So einfach könnte man auch Charttechnik zusammenfassen. Wenn die Biotechs einbrechen, geht Novo Nordisk mit runter. Als Insulinhersteller möchte ich erstmal sehen, ob dann Novo Nordisk auch wirklich unter Druck kommt. Also je nachdem, was Frau Clinton da im Petto hat. Sie sehen es, Novo Nordisk hat schon jetzt relative Stärke gegenüber dem amerikanischen Biotech-Sektor. Der Einwand ist sicherlich nicht ganz verkehrt, aber natürlich wird auch eine Novo Nordisk sich nicht gegen einen kompletten Marktcrash stemmen. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn es so einen Gewurstel gibt, dann sind doch diese Aktien mit einem stabilen Trend auf jeden Fall mal zu bevorzugen. Ja, das wäre es soweit gewesen. Google war noch eine Frage gewesen, beziehungsweise ja inzwischen Alphabet heißt das Unternehmen. Sie sehen hier den Kursverlauf von Google, wäre ich im Augenblick auch, kann man sie auf die Beobachtungsliste setzen. Wie gesagt, auch hier die Quartalszahlen, die jetzt anstehen, mal berücksichtigen. Das Ausbruchsniveau hier bei Google 704 bis ungefähr 715. Dollar ist die nächste Unterstützung. Wenn man da drin ist, würde ich weiter da drin investiert bleiben. Einen ersten Stopp knapp hier drunter platzieren im Bereich 695 Dollar. Einen zweiten Stopp an das wichtige Ausbruchsniveau bei knapp 600 Dollar. Sie sehen es, die Aktie zeigt relative Stärke gegenüber dem Nasdaq 100 Index. Hier unten ist die relative Performance. Das heißt also auch hier Google als Schwergewicht natürlich in den USA. Einer der Aktien, die offenbar aus welchen Gründen auch immer laufen. Ist jetzt keine Kaufempfehlung von mir, aber wenn man jetzt investiert ist, kann man noch drin bleiben. Abschließende Frage. Sonst werde ich hier den Titel als Thomas Gottschalk der Börsen-Webinare gar nicht mehr los. Caterpillar, ganz klarer Abwärtstrend. Bleibt da auch drin, da passiert auch zunächst einmal nichts. Jetzt kann man eine Frage zu Cisco Systems. Muss ich mal eben gucken, ob ich die hier drin habe. Ob ich den Chart schnell ersetzen kann. Dann mache ich Spontananalyse zu Cisco. Ja, nichts Großartiges. Sehen wir, gucken Sie sich Cisco Systems an. Seitwärts bestenfalls, Tendenz jetzt hier, Unterstützungen werden angelaufen, hier ist aber auch kein richtiger Trend dran. Würde ich im Augenblick auch die Finger von lassen, das ist, lohnt sich nicht. Es läuft seit Jahren mehr oder weniger seitwärts, bricht nicht aus, Serie fallender Hochpunkt hier oben, Cisco Systems, ist nichts wert im Augenblick. Der S&P 500, wann der ein Tief ausbildet, abschließende Frage, jetzt aber auch wirklich versprochen. Blaupause zu 2009.
wann der ein Tief ausbildet, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Es kommt darauf an, wie jetzt hier die Entwicklung an den nächsten Unterstützungen verläuft. Also bei 1860, 1865, das ist die entscheidende Frage. Wenn wir hier nach unten durchbrechen, dann vielleicht im späteren Frühjahr bzw. Sommer könnte es sein, dass wir hier einen Boden ausbilden. Wie gesagt, ich habe Ihnen hier eine interessante Statistik rübergeschickt. Schicke ich jetzt nochmal, schauen Sie sich die einfach mal an. Da wurde analysiert, wann der S&P 500 einen Boden ausgebildet hat in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist eigentlich ganz interessant. Gut, das soll es gewesen sein. Ansonsten habe ich keine Stimme mehr und nächste Woche gibt es dann kein Seminar. Ich bedanke mich für die äußerst rege Teilnahme, was mich vor allen Dingen freut. Wenn Sie weiter so aktiv mitmachen, dann können wir vor allen Dingen künftig auch mal Webinare machen, wo Sie mir einfach sagen, welche Werte Sie analysiert haben möchten, spontan. Ich bereite dann gar nichts mehr vor und dann ist das quasi Ihr Webinar und nicht mehr mein Webinar. Letztlich soll es ja auch so sein. Ich hoffe, für Sie war einiges dabei gewesen. Es fehlt noch, danke für den Hinweis, die Orientierungsmarken. Irgendwo haben Sie sich versteckt. Da sind sie. Was sind die Orientierungsmarken? Aktualisiert. Für die nächsten Tage eigentlich fast überall abwärts. Ist leider so. Möglicherweise aber auch mit Stabilisierung. Gucken wir jetzt einfach mal auf die nächsten Unterstützungen. Hatte ich Ihnen ja gesagt beim S&P und beim DAX. Ansonsten auf die Werte einfach achten, die seit Monaten mit stabilen Trends überzeugen. Oder einfach dem Aktienmarkt mal ein bisschen fernbleiben. Seitenlinie stehen und gucken, bis das Gewitter vorbeigezogen ist aus China und wie sich die Märkte dann neu positionieren. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal, behalten Ihre Stoppkurse im Auge und ja, bis in einer Woche wieder. Und tschüss.